Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute Mech Arena. Oder was heißt, ich spiele. Ich werde erstmal meinen Hangar zusammenbauen. Viel Spaß! Okay, und dann würde ich mal sagen, wir legen los. Ich mache das so wie immer. Ich probiere mit meinen kleinen, mit meinen schwachen Mechs erstmal diese Erfolge alle voll zu kriegen. Da bin ich ja schon fast fertig. Und die kleinen und schwachen Mechs sind natürlich hier ein Anfang. Das wären also die ersten vier, die ich nehme. Damit ich auch eine Chance gegen in anderen Spielen habe, werde ich einen größeren nehmen. Und da werden wir mal gucken, welchen größeren wir nehmen werden. Aber zuerst will ich jetzt Paragon, Lanza, Janiak und Slingshot nehmen. Fangen wir mal an. Paragon, wo bist du? Da ist er. Der Graue. Und der letzte Graue, Lanza. Und dann haben wir Jungnat, Sia, Jungnat. Und Slimshot. Jetzt werden wir mal raussuchen, welchen. Ich mach mal die, ich habe alle rein. Also, das wäre ja sozusagen mein stärkster. Aber ich habe hier alles außer einen Helfer. Deswegen tendiere ich jetzt erst zu einem Helfer. Und Helfer habe ich nur drei Stück. Leider. Warte mal, hier kann man das sehen. Eigene. Und da habe ich jetzt Paragon Angreifer, ein Speer, Panzer habe ich Jungnat und hier, ah, ich habe sogar vier. Ah, hier war Slimshot, genau. Ich habe MD, der ist allerdings auch schwach, deswegen werde ich den nicht nehmen. Sonst hätte ich ja gar keine Chance. Also entweder wäre es Hamlet, Acheron oder Sipir. So Probleme mit dem Namen immer. Sipir. Ach, und ich habe neu hier Sentinel. Ja. Ich glaube, ich nehme Hemlock. Setzen wir mal Hemlock rein. Schon lange nicht mehr mit denen gespielt. Hemlock, wo bist du? Da. Gut. Ach, der hat noch gar kein Ding. Jetzt komm. Wie findet ihr eigentlich hier diese neuen Mods? Wie heißen die? Ja, Mod. Um einen Mod zu installieren. Findet ihr die neuen Mods? Also noch sind sie bei mir ganz schwach und ich sehe schon sehr viele, die richtig starke Mods haben. Finde ich irgendwie. Eigentlich finde ich das gut, aber da schon so viele Leute mit so starken Mods darum laufen, traue ich teilweise zwei Salven, um einen zu killen. Das ist ein bisschen unfair. Und wenn ich Geld ausgeben würde, wäre es natürlich dann unfair für die anderen. Oder was heißt unfair für die anderen? Wäre es vielleicht ein bisschen fairer, aber das wäre so teuer, da habe ich. Nee. Ich gebe ja sowieso nicht so gerne Geld aus bei Spielen. Also ich habe hier mittlerweile vielleicht 25 Euro in das Spiel investiert. In den 2 Jahren, wo ich das spiele. 2, 3 Jahre mit ein Jahr Pause zwischendurch. Naja, egal. Machen wir hier weiter. Wir haben jetzt erstmal die Mechs alle herausgesucht. Als nächstes muss ich mir die Erfolge anschauen. Slimshot braucht nur noch einen Erfolg. Das ist der hier. Ja, okay. Und dann die, aber auf die Erfolge gehe ich nicht. Ich gehe nur auf die Erfolge mit den Waffen erstmal.
Und da muss ich Ansturm. Ansturmwaffe. Deswegen will ich als erstes für ihn hier eine Ansturmwaffe suchen. Ansturm freischalten. Da habe ich einmal die Zweier, die Zweier, die Vierer, Vierer, 4, 6, 6, 8 und 10. Das ist natürlich die stärkste Waffe, die ich habe. Macht am meisten Schaden. Wenn ich den wieder nehme, schlägt er mir vor, den Zweier hiervon zu nehmen. Das hat die stärkste Kombination am Wehr. Wenn ich den nehme, ich glaube, ich bleibe auch dabei. Obwohl, nee, warte mal. Ich brauche mit denen keine Kills. Ich brauche mit denen Assistenz. Also, ich nehme mal jetzt den hier. Ich hoffe, es kommt 5. 5. Pulskanonen. Waren. Implantate. Müssen wir jetzt mal wechseln. Entfernen. Entfernen. Schauen wir, wo haben wir die Pulskanonen? Hier fehlt irgendwie zum Eingeben Suche nach Pulskanonen. Man kann zwar hier die Mechs weglassen, dann ist man direkt bei den Waffen, aber muss man trotzdem noch suchen. Ich glaube, hier war nichts. Ich glaube, ich habe keinen epischen. Oh, da habe ich schon einen angewählt, aus Versehen. Auf jeden Fall sehen die so aus. Nach dem Bild mal gucken. Müsste ja ganz oben irgendwo sein. Installieren wir den. Und der Schaden. Gut, da haben wir den schon mal fertig. Dann geht's weiter. Ansturm. Fliege. Eine Fliege. Dann geht's weiter. Jetzt noch am wenigsten. Das sind drei. Drei. Zwei. Ansturm geht nicht. Strahl. Also Ansturm würde auch gehen, weil ich habe ja zwei Leute mit Ansturm. Allerdings. Also Ansturm oder Strahl, wer weiß. Ah, jetzt geht's gerade nicht. Ablehnen, ablehnen. Was wollte ich jetzt machen? Ansturm oder Strahl? Ansturm oder Strahl? Ansturm oder Strahl und freigeschaltet. Ich kann doch gerade nicht. Ich bin doch dabei. Achso, übrigens, ich bin in der Gilde WTC gerade eingetreten. Gerade. Am Freitag war es, glaube ich. Kam so eine Quest mit Spiel mit deinen Gildenmitglieder fünfmal oder gewinne fünfmal mit Gildenmitglieder. So. Können ja mal Ansturm wieder nehmen. Und sieh hier. Implantate.
Red. Entfernen, entfernen. Da sind die Pulskanonen. Aber die hat man ja auch gehabt. Jetzt müssen wir auf Fusion gehen. Ne, fragen. Wie ist das? Fusion können? Wenn ich es gleich wieder sehe, fällt es mir ein. Ja, genau, Fusionskennen. Und die Reichweite. Juppie. Dann mal gucken. War doch die richtige. Fusionskennen. Genau. Ich war leider Platz 17. Hab dann nur, glaub, 4-5 rumgespielt beim letzten Mal. Was ist denn hier? Nein. Gut. Dann geht's weiter mit Delancia. Da, 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 da. Was brauchen wir jetzt? Erfolg. Lancia. Also jetzt geht der nicht mehr. Sind beide weg. Gewehr oder Zielrakete. Ich glaube, ich nehme die zielsuchende Waffen. Und hier habe ich Raketen oder Gewehre. Da will ich, glaube ich, Gewehr nehmen. Gut. Und was hat der Hemlock? Hemlock, was brauchst du? Oh. Nadelandschaft hatte ich den nicht auch? Warte mal, das wäre das erste Mal, dass ich mit denen dann spiele, mit den Nadelandschaften. Spreng, spreng. Ja. Ah, dann fehlt mir was mit zwei noch. Wir nehmen auf jeden Fall den Waldrancher. So, dann gehen wir nach Paragon. Und das war jetzt ein Gewehr. Gewehre. Haben wir den hier? Mein Longarm macht am meisten Schaden. Und die Ghost Rifle. Der ist schon eingestellt auf Longarm, war es, glaube ich. Jetzt habe ich nur die eine epische von Longarm oder? Longarm. Ja. Okay, und dann geht's weiter. Mit zielsuchende Waffen. Zielsuch. Da ist er. Und nur die, die ich habe. Acht. Kann ich nicht nehmen. Das ist aber gut. Ja, dann also die hier nehmen. Können wir auch gleichzeitig mit aufwerten dann später. Chavirek. Ja, zum Schluss hatte ich gerade noch mal das Glanscher drin gehabt. Sind hier immer hier in der Nähe dran. Also würde ich mal denken, dass ich von episch nur den einen habe. Aber ich schaue trotzdem noch mal schnell durch. Ja, nur den einen. Es müsste eine ja auch grau sein.
Nicht? Oh, da habe ich gar keinen. Doch, da. Nachladezeit habe ich nur. Reichweite und Nachladezeit. Leider nicht mehr Schaden. Gut. Haben wir. Hat sich die gar nicht angewählt jetzt? Werbung, Werbung. Hatte ich nicht gepaart. So. Mal schauen. Beide drin und beide drin. Jetzt Shemlock, da habe ich nur ein Problem. Ich habe den Dingens noch gar nicht. Den Piloten dafür. Da gibt es ja einmal den legendären und dann gab es nochmal hier. Die war es, glaube ich, genau. Die will ich mir jetzt nächstes dann holen wollen. Dauert nicht mehr lang. Solange ich noch nicht diese 200 oder wie viel fehlen mir? 60, 53 Gold, 350 A-Coins habe, wird wahrscheinlich nur noch 2 Tage dauern. Dann habe ich das Geld auch. Werde ich erstmal einen anderen nehmen. Nehmen wir die Shotgun. Die kann ich auch noch gleich mit aufwerten später. Ja, nehmen wir die. Du bist dabei. Und so lange werde ich ihn hier nehmen. Will dann später wechseln. Jetzt allerdings erst noch die Shotgun. Shotgun Schaden. Nice, installiert. Gut, das sind jetzt meine ganzen Mechs, die ich bestückt habe. Jetzt werde ich nochmal die Sachen aufwerten. Okay, haben wir gemacht. Nummer 1 aufgewertet. Auch schon das ganze Geld weg. War es so teuer gewesen? Naja, egal. Dann will ich jetzt mal sagen, wir gehen los in der nächsten Runde oder erste Runde und letzte Runde. Warte mal. Redmi, habe ich den? Habe ich den? Warte noch nicht. Na komm, wir spielen eine Runde mit denen. Viel Spaß bei der Runde. Okay, und die erste Runde geht los mit meinem neuen zusammengewürfeltes Mech, die ich hier habe. Starte gleich mal mit dem Starken. Oh, das erste Mal, dass ich hier mit den Dingen spiele. Muss ich erstmal mich dran gewöhnen, nicht mit allen zu schießen, sondern immer nur mit der Waffe, die ich gerade brauche.
Hilfe. Okay. Mein Hemlock ist weg. Mit dem wollte ich erstmal ausprobieren. Bisschen schwieriger zu spielen den jetzt, weil ich halt zwei verschiedene Waffen habe. Assis. Ich brauche Assis. Assis. Oh. Okay, mit denen haben wir auch gespielt. Gut. Jetzt ist erstmal mit denen hier mit. Gut, gut. Jetzt kommt der nächste. Nur ein Schuss. Was sind die denn? Die Bombe, die hier Feuer war. Daneben geschossen. Nein! Okay, egal. Wir haben jetzt mit jedem einmal gespielt. Ich bleib einfach bei der Waffe. Ups. Den da stun. Scheiße, bin nicht rübergekommen.
Spaß mit Hemlock, mit der neuen Waffe. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil ich muss jetzt jede Waffe einzeln schießen. Normal feuere ich immer beide ab, um auch sicher zu gehen, dass ich den Kill kriege. Aber ja, hat doch geklappt. Gut, dann war es das auch für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.